Die Rampe in Auschwitz, Ort der Selektion. Hier wird auch für den Erb- und Rasseforscher Ottmar von Verschuer selektiert. Sein Assistent, der KZ-Arzt Josef Mengele, sondert Zwillinge aus für Verschuers Forschung. Mengele tötet sie und schickt die Organe an Verschuers Institut. Menschenmaterial für die Wissenschaft. Und Mengele schickt Blut, das er den Häftlingen in Auschwitz abnehmen lässt. An Verschuers Institut wird es aufbereitet und untersucht. Was ihm vorschwebte, war eigentlich, dass man eine Art von Laboranalyse einer Rasse machen könnte. Er glaubte, dass also unterschiedliche Rassen unterschiedliche Eiweißkörper tragen würden, die man dann halt eben mit einer bestimmten Reaktion nachweisen könnte. Damit könnte man das, was die Nazi natürlich immer vorgeschwebt hatte, schließlich objektivieren, nämlich die Rassenanalyse, die Rassendiagnose, die also ins Labor verlegen. Und das war natürlich ein Traum. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie in Berlin. Seit 1942 wird es von Verschuer geleitet. Ein Karrieresprung. Auch hier arbeitet Verschuer daran, die Ausgrenzungs- und Rassentheorie der Nazis wissenschaftlich zu untermauern. Aber bald ist klar, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Verschuer beginnt mit der Planung für die Zeit danach. Sein Zukunftskapital ist das Institutsmaterial. Bücher, Dias, Zeitschriften, Haar- und Augenfarbentafeln. Weil er damit rechnen muss, dass die Alliierten mit Wissenschaftlern wie ihm kurzen Prozess machen werden, versteckt er das Institutsmaterial und taucht ab. Auf den Familiensitz der Verschuers in Solz bei Bebra. Deutschland nach dem Krieg. Schnell gelingt es den meisten Ärzten, wieder Fuß zu fassen. Die Besatzungsmächte wollen, dass die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung funktioniert. Gerade mal 5 Jahre nach dem Krieg können ehemalige NS-Mediziner wieder Patienten behandeln, Ärztekammerpolitik betreiben und Studenten ausbilden. Sie gehören wieder zur gesellschaftlichen Elite. Ottmar von Verschuer, auch er hat inzwischen wieder Karriere gemacht. Hier in Frankfurt, wo er als Erbbiologe und Rasseforscher begann, hat er einflussreiche Freunde. An der Universität, in der Stadtverwaltung, in Kirchenkreisen. Die mobilisiert er gleich nach dem Krieg. Er fühlt sich unschuldig. Wir wissen, dass er eigentlich Glück hatte, dass er nicht verhaftet worden ist. Weil eine Kommission... Es war eigentlich ein Kommunikationsproblem der Alliierten, dass die Informationen nicht zur rechten Zeit an die richtigen Leute kamen, ihn auf einer Liste von gesuchten Kriegsverbrechern hatten. Und durch einen Kommunikationsfehler ist er letztendlich nie verhaftet worden. Im November 1946 erhält Verschuer seinen Entnazifizierungsbescheid. Der führende NS-Rasseforscher kommt mit einer Geldstrafe von 600 Reichsmark davon, als Mitläufer. Unter anderem hatten sich oberste Spitzen sozusagen der Frankfurter Justiz bei der Spruchkammer für ihn verwendet und haben gebeten, das Verfahren zu beschleunigen, damit er endlich wieder zur Verfügung steht. Ähnliches kam von Seiten der Universität, die auch entsprechend Druck gemacht haben, dieses Verfahren zu beschleunigen. Dann hat er natürlich die üblichen Weißwahrscheine damals auch vorlegen können, als da wären also zum Beispiel kirchliche Gutachten, die ihn halt eben als Widerstandskämpfer in Anführungsstrichen darstellten, weil er eben Mitglied der bekennenden Kirche gewesen war, und das alles zusammen hat dazu geführt, dass er dann eben halt als Mitläufer entnazifiziert wurde. Verschuer zieht um, von seinem Landsitz in Solz nach Frankfurt. Er will auf seinen alten Frankfurter Lehrstuhl zurück. Doch da geschieht etwas gänzlich Unerwartetes. 1948 erscheint ein Zeitungsartikel über die Zusendung von Blutproben und Zwillingsorganen aus Auschwitz an Verschuers Institut. Und seine Verbindungen zum KZ-Arzt Mengele werden öffentlich gemacht. Auch seine früheren Berliner Kollegen belasten ihn schwer.
Verschür erhält daraufhin Lehr- und Forschungsverbot durch das hessische Kultusministerium. Jetzt muss er sich zur Wehr setzen. Er trommelt Kollegen zusammen, die ihm wohlgesonnen sind. Die schreiben ihm ein Gefälligkeitsgutachten. Darin heißt es: Wir finden keine Handhabe für die Annahme, Verschür sei ein überzeugter Nationalsozialist gewesen. Und die Verwendung von Material aus Auschwitz ist kein Grund, Verschür moralisch und politisch zu belasten. Solidarität unter Kollegen. Dieses Gutachten macht ihm den Weg schließlich frei. 1951 folgte einem Ruf aus Münster und lehrt dort am Institut für Humangenetik. Hilfreich für die Berufung war, dass er einen Teil des notwendigen Materials mitbringen konnte. Bücher, Karteien, medizinische Geräte, die er vor Kriegsende aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fortgeschafft hatte. Verschür ist am Ziel seiner Wünsche. Er gehört wieder zur akademischen Elite und baut sein Institut für Humangenetik zum größten in Deutschland aus. Er hat versucht, nachdem er 6 Jahre den Neuanfang erkämpfen musste, in Ruhe dann zu arbeiten. Und ich glaube, er hat erstmal viele Jahre das Thema komplett verdrängt. Er wollte nichts davon hören und hat auch versucht, alle zum Schweigen zu bringen, die sich an diese von ihm selbst aufgestellte Regel nicht gehalten haben. Josef Mengele floh nach Lateinamerika. Dank seiner vielen Komplizen konnte Mengele trotz zahlreicher Suchaktionen nie gefasst werden. Er lebte in Argentinien, Paraguay und Brasilien, wo er 1979 starb. Ottmar Freier von Verschür behauptete 1946 in seinem Prozess, er habe von Auschwitz und der Arbeit Mengeles nichts gewusst. Das Frankfurter Gericht stufte ihn als Mitläufer ein und verurteilte ihn zu einer Geldbuße von 600 Reichsmark. 1956 wurde er Mitglied der namhaften American Society of Human Genetics und leitete in Deutschland noch bis 1968 das Institut für Humangenetik der Universität Münster. Er starb 1969.